Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal und ich freue mich heute ganz besonders, dass so schnell wieder die liebe Karen hier online neben mir sitzt. Hallo liebe Karen, schön, dass du Zeit gefunden hast. Hallo liebe Silke, ich freue mich immer neben dir zu sitzen. Und ja, ich hatte ja kürzlich mit der Karen ein Interview veröffentlicht, da ging es darum, über euer Auswandern wörtlich genommen aus Deutschland. Und das Video ist auch ganz gut angekommen, also schöne Kommentare. Auch du hast ja auch ein bisschen was in dem Interview erzählt von deiner wundervollen Partnerschaft mit Alberto, weil ihr seid ja immer zu zweit zu finden, Karen und Alberto auf Facebook, auf Instagram. Ihr habt auch einen YouTube-Kanal, werde ich alles wieder unter dem Video und im ersten angepinnten Kommentar verlinken. Auch unser Interview, also über das Auswandern wörtlich genommen aus Deutschland. Und wir hatten es ja schon anklingen lassen in dem Interview. Ihr habt so ein ganz spezielles Lebenskonzept, ja. House-Sitting im Süden von Europa, in Spanien. Ja. Da hattest du mir ja schon auch in Gesprächen einiges erzählt. Ich finde es ein wunderbares Konzept. Ich könnte es jetzt für mich so noch nicht umsetzen, aber ich finde es für sehr, sehr so Menschen, so freigeistige Menschen, die auch die Freiheit lieben, die auch gern im Warmen sind, finde ich es eigentlich ein geniales Konzept. Und das lässt sich ja vor allem gut in Spanien umsetzen. Und ich gebe gleich mal an dich ab. Erzähl uns mal, wie ihr dazu gekommen seid, zu diesem House-Sitting, wo, also ihr seid in Spanien und warum das in Spanien so wichtig ist, warum das vor allem in Spanien so oder in spanischen Ländern so gelebt werden kann. Ja, gerne. Also für uns ist das ja ein minimalistisches Wohnkonzept, weil man wohnt im Grunde genommen mietfrei, da, wo du es dir aussuchst. Und für uns war es jetzt eben Spanien, entstanden durch unsere Auswanderung, die wir wörtlich genommen haben. Wir wollten ja eigentlich auch die Kanarischen Inseln. Also da sind wir ja nicht angekommen. Wir sind ja in Spanien im Bezirk Malaga hängen geblieben. Und da fing das eigentlich an. Wir wussten das dann vorher schon, dadurch, dass der zweite Shutdown kam, habe ich noch vor Abflug schnell mich in allen Facebook-Gruppen angemeldet, die mit Deutschen in Spanien und so weiter zu tun hatten und habe dann reingeschrieben, kennt hier jemanden, der jemanden kennt, der ein House-Sitter-Ehepaar sucht oder House-Sitter sucht. Der Hintergrund war der, zweiter Shutdown, keine Hotels offen, keine Vermietungen möglich. Also wir sind noch mit dem letzten Flugzeug ja nach Spanien gekommen, nach Malaga. Hinterher war gar kein Flug mehr möglich. Wir hatten ja aber keine Unterkunft. Wir hatten zwar unser Zelt hatten wir auch nicht dabei. Wir hatten uns eins bestellt nach Spanien dann, über Amazon nach Spanien schon. Eine Unterkunft hatten wir noch über Airbnb, die konnten wir gerade noch buchen und dann war zu. Und deswegen haben wir gedacht, okay, wenn wir jetzt in Spanien hängen bleiben, wo bleiben wir dann? Weil hier ist ja Wildcampen auch nicht so toll und in Corona-Zeiten war es sowieso nicht erlaubt. Also das war ja ganz übel. Okay, kennt jemand? Jemand, der jemand kennt, der einen House-Sitter sucht? House-Sitter, warum House-Sitter? Wir haben vorher schon ein Haus gesittet, auch in Deutschland. Für Freunde, die einen Hund haben, da waren wir halt da, wenn die in Italien waren. Das ist auch ein gemischtes Ehepaar mit italienischem und deutschen, ein italienisch-deutsches Paar und haben dann dort auch ein Haus gesittet für die Hunden, für den Hund und noch andere Leute, die dann in Thailand waren, 3-4 Monate. Da waren wir in der Wohnung und haben geschaut, dass die Blumen gegossen wurden und besprochen wurden, damit sie nicht so alleine waren. Und dieses Konzept House-Sitten war eigentlich schon immer in unserer Vorstellung, weil uns das gefallen hat, dieses Geben und Nehmen. Also man wohnt im Grunde genommen in einer bestehenden Einheit und gibt die Energie, die man hat, dort rein, passt auf die Sachen auf, die dort sind und wertet es genauso, als wenn es dein Eigentum wäre. Ja, und das hat einfach gefruchtet. Wir sind angekommen in Spanien, hatten nie viele Anfragen. Und da habe ich mir überlegt, wieso ist das hier in Spanien so? Und habe mich mit ein paar Leuten ausgetauscht. Und in Spanien ist es eben so, dass es ein seltsames Gesetz gibt, das da besagt, wenn deine Wohnung oder dein Haus besetzt wird von jemand und du den innerhalb von 24 oder 48 Stunden nicht rausholst, weil du eben in die Wohnung reingehst, hat er das Wohnrecht in dem Haus. Und dieses Gesetz gibt es wirklich. Und die Besonderheit ist, wenn der oder diejenige noch Kinder haben, sind sie noch mehr geschützt. Also dann wird es richtig schwierig, diese Leute aus deiner Wohnung, aus deinem Eigentum, aus deinem Haus wieder rauszubekommen. Und deswegen ist House-Sitting in Spanien verbreitet und auch beliebt. Ist also nichts Ungewöhnliches. Was sich für uns dadurch geändert hat, ist natürlich das ganze Leben. Weil wir kamen ja hier an, minimalistisch, wie wir waren, mit zwei Rucksäcken.
zwei großen Rucksäcken und haben ein Einkommen gehabt von circa 400 Euro damals dann noch, auch übers Internet. Und da kannst du nicht viel Miete bezahlen und dann noch deinen Lebensunterhalt mit beschreiten. Also da, das hat dann auch schon seine Grenzen. Wir haben dadurch natürlich Wohnraum zur Verfügung, der uns nichts kostet. Das Einzige, was wir bezahlen, ist wirklich Gas, was wir verbrauchen, wenn wir was kochen wollen oder wenn wir heizen, also wenn wir warmes Wasser nehmen. Gas ist meistens hier Gas. Und wir zahlen Benzin für die Autos, die uns zur Verfügung gestellt werden, weil es meistens auch noch ein Auto dabei, um einkaufen zu gehen oder sonst was. Also nicht keine großen Reisen zu machen, sondern das. Und das ist eigentlich schon alles. Wir zahlen weder Miete, noch Wasser, noch Strom, noch Internet. Das gehört einfach alles dazu. Das ist im Grunde genommen die Bezahlung, die du noch dazu bekommst, in einem Haus zu wohnen und auf das Haus aufzupassen in der Zeit, wo der Eigentümer nicht da ist. Ja, das ist dieses Wohnkonzept. Und das hat sich einfach so entwickelt, dadurch, dass wir uns darauf eingelassen haben. Wir waren die ersten 9 Monate direkt am Strand in einer Penthouse-Wohnung vorne am Strand. Wir haben übers Mittelmeer geschaut, 9 Monate lang. Und das war, also das war ein irrsinniges Erlebnis. Das war für uns absoluter, ja, Mehrwert. Das ist natürlich schon fast nicht vorstellbar, ne? Ja. Viele ja ein Traum, der für euch einfach so in Erfüllung ist. Ja. Also, ja. Und dann ist es auch so, es hat sich dann irgendwie eins nach dem anderen ergeben. Für uns war, ist es ja, wir reisen ja sehr mit Gottvertrauen, was wir besprochen haben, dieses Vertrauen, dass wir geführt sind und dieses Vertrauen, dass das, was für uns richtig ist und für diese Welt, wird auch passieren. Und so ist es auch. Es kam dann also eine Anfrage nach der anderen. Wir haben allerdings dann auch mal eine Plattform benutzt. Es gibt wie viele Plattformen für Haussitter, wo man sich anmelden kann, die dann auch kostenpflichtig sind, wo Haussitter vermittelt werden, wo man sich ein Haussitting suchen kann. Und das haben wir einmal gemacht. Wir hatten eine Anfrage haben wir gemacht, weil wir ein Loch hatten von 1,5 Monaten, die wir ausfüllen mussten. Wir wussten einfach nicht, wohin. Also 1,5 Monate waren offen. Und der Witz war, ich habe uns in dieser Plattform angemeldet und habe dann geschaut, aber die wollten alle Referenzen und was alles so war. Also es war ein bisschen schwierig. Es kann auch schwierig sein. Manche Hausbesitzer sind auch etwas schwierig, aber auch die finden ihre Haussitter. Also es ist immer für jeden etwas dabei. Und ja, da war im ersten Moment nichts. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, wir brauchen ein House-Sitting für 1,5 Monate und habe mich dann mit diesem Wunsch ins Bett gelegt, habe den abgegeben und bin morgens um 4 Uhr wirklich aufgewacht, drehe mich um zum Alberto und habe zu ihm gesagt, wir haben ein House-Sitting. Und er sagt, wieso? Woher weißt du das? Sag ich, pass auf, und gehe ins Internet rein und wir hatten eine Antwort auf unseren Dings, wir hatten eine Anfrage und das war's. Und das war hier oben in den Bergen bei einer deutschen Frau, die nach Deutschland fahren wollte für 1,5 Monate. Genau diese 1,5 Monate, die bei uns offen waren. Die Frau hat 3 Hunde und wir haben gesagt, okay, wir kommen vorbei, wir sind gerade in Spanien, wir haben uns ein Auto gemietet, sind dann hochgefahren in die Berge, uns kennengelernt, uns sofort verliebt, wir sind richtig dicke Freunde geworden. Und das ist auch ein Objekt, was wir eigentlich dauerhüten jetzt. Es ist ungefähr 2 Kilometer von da weg, wo wir jetzt gerade sind. Wir sind oben in den Bergen, 1200 Meter hoch, am Fuße der Sierra Nevada in Andalusien. Sitzen jetzt gerade in einem kleinen alten, also einem alten Berghaus, was neu hergerichtet wurde mit Apartments unten drin, die dann auch im Sommer vermietet werden und passen hier auf das Haus auf und den Garten und das ganze Anwesen, haben ein Auto zur Verfügung, damit wir einkaufen fahren können in den 10 Kilometer entfernten Ort. Aber hier ist im Grunde genommen nichts außer uns zwei, unsere Liebe, die Natur und die Stille und die Vögel und die Tiere, die hier vorbeikommen, die Wildschweine. Und wir haben sogar schon mal eine Wildkatze gesehen. Und die, ja, es ist einfach nur traumhaft. Und das andere Haus ist 2 Kilometer weit weg von dieser Frau mit ihren 3 Hunden. Und dann haben wir noch ein Haus hier oben, was wir mittlerweile mit hüten. Und dann noch ein Haus, was ein bisschen weiter unten ist am Meer. Und unser ganzes Jahr ist ausgebucht. Also das ist, wir leben eigentlich jetzt seit 2 Jahren mietfrei, als Haussitter
Uns nennt man mittlerweile professionelle Haussitter. Und wir werden also immer auch festgehalten. Die gucken auch immer, dass wir ja nicht weggehen, weil jeder braucht immer mal wieder einen Haussitter. Das sind viele Engländer hier, Holländer, Dänen, Deutsche, die, wenn sie dann in ihre Heimat fliegen, ihre Tiere meistens hier lassen. Das ist dann, wo wir dann kommen und auch aufpassen. Oder einfach, um ihr Objekt zu schützen, dass es nicht besetzt wird oder dass nicht eingebrochen wird hier oben. Ja. Das erzählt, der Alberto ist auch ein bisschen handwerklich begabt, Handwerker, der macht dann auch, was anfällt. Also ihr seid ja wirklich, ihr kümmert euch um Garten, um Tiere, wenn Tiere da sind, ihr schützt das Objekt. Und das Gute ist ja, ihr arbeitet ja auch online. Ne? Das ist natürlich eine super Kombination. Ne? Ihr könnt, ihr macht online, ihr arbeitet ja auch im Gesundheitsbereich, ihr macht da eure Sachen und lebt dann eben mietfrei und kümmert euch dann nebenbei sozusagen noch ein bisschen um das Objekt, um die Objekte. Und das ist ja einfach wundervoll. Das ist ein Traumleben. Also es ist so, es gibt im Netz, also in Facebook speziell, gibt es auch Plattformen, die heißen dann Urlaub gegen Hand. Das ist was ganz anderes. Das ist dann so für kürzere Zeit und man gibt wirklich seine Arbeitszeit dafür her, also 4 Stunden meistens mindestens oder 6 Stunden am Tag. Den Rest hat man dann frei, vielleicht wird man mit verköstigt, aber man arbeitet dann wirklich auch da. Das machen wir nicht, sondern es ist reines Haussitting. Das findet man meistens übers Facebook eigentlich nicht so. Diese Anfrage, die ich gemacht habe, war wirklich in einer Zeit, wo alle händeringend jemanden gesucht haben. Entweder, weil sie gar nicht mehr aus England zurückkamen, das hatten wir auch, die konnten nicht zurückkommen, die brauchten jemanden, der das Haus hütet. Oder aber, weil sie ganz dringend hin mussten und konnten aber das Haus mit den Tieren dann nicht alleine lassen. Und das war in dem Moment, das war so eine Ausnahmesituation, in die Gruppe einfach reinzuschreiben, sucht ihr jemanden, wir sind da. Das ist jetzt heute, ist es wirklich so, dass wir einfach nur noch weitergereicht werden und wir auch irgendwo immer ein bisschen von uns hinterlassen, weil diese Häuser sind jetzt hier, wo wir sind, das ist irgendwie, wie, als wenn es unser Haus schon geworden wäre. Also wir teilen uns ja mit den Eigentümern immer die Phasen. Wir sind in England, das sind Musiker, die sind in England und leben mitten in London, also absolutes Kontrastprogramm zu hier. Und in der Zeit, wo die in London sind und arbeiten, sind selbstständige Musiklehrer und Musiker, sind wir hier im Haus. Wenn sie da sind, dann sind wir vielleicht auch noch in einem Apartment, das war letzte Mal so, und arbeiten ein bisschen zusammen hier auf dem Feld oder sind einfach nur zusammen. Und dann sind wir wieder weg und die beiden sind dann hier in ihrem Haus und das ist einfach so schön, weil man sich so ergänzt miteinander. Also wir lassen auch so viele Dinge hier. Wir sprechen immer alles ab, was wir machen und es ist wirklich so wie eine Wohngemeinschaft geworden. Also es ist aus dem ganz normalen House-Sitting ist das herausgewachsen. Also wir legen dann den Garten zusammen an oder reparieren jetzt eine Mauer mit einem goldenen Fluss drinne oder jetzt haben wir die Idee, dass wir ihr ein Beet anlegen, weil das hier so heiß ist, dass ein normales Beet für Kräuter und sowas kannst du hier gar nicht machen, wenn es nicht an einem bestimmten Platz ist. Da machen wir jetzt, hat der Alberto schon eine Zeichnung gemacht und dann setzen wir das um und wenn sie dann kommen, ist immer irgendwas neu und das ist dann für uns ganz besonders schön, wenn sie dann anrufen, boah, und ihr habt das gemacht und die Tür abgeschliffen, die geht wieder auf und zu oder die Werkstatt aufgeräumt. Wir müssen das nicht machen, aber man macht das dann einfach, weil es irgendwie deinem Eigentum mit wird. Ja. Also du hast mir ja auch erzählt, klang ja von uns auch an, also ihr habt ja so Hauptprojekte, die ihr betreut und die Besitzer sind wirklich auch Freunde geworden. Alle Freunde, ja. Weil man darf nicht vergessen, es ist einfach so, du lebst in dem Leben der anderen. Also das hat auch ganz, ganz viel mit Respekt zu tun und mit Sympathie. Also es gab auch schon House-Sittings, die haben wir abgelehnt, weil wir mit der Chemie überhaupt nicht zusammengepasst haben. Gar nicht. Und dann das auch gesagt haben, du findest jemand anderes, wir passen überhaupt nicht zusammen, wir können bei dir gar nicht wohnen. Wir würden uns nicht wohlfühlen und du würdest dich mit uns nicht wohlfühlen. Ne? Das gibt es auch. Aber hier ist es so, die Chemie passt einfach. Wir schwingen alle gleich. Es ist eine absolute Win-Win-Situation und wir sind alles Freunde geworden. Seitdem wir hier oben sind, jetzt die 2 Jahre in den Bergen, wir haben, es sind glaube ich 15 Familien und Paare und so, die hier rundherum wohnen, mit allen Sprachen. Wir treffen uns, wir gehen zusammen weg und wir tauschen uns aus. Und jetzt haben wir wieder, Mensch, könnt ihr nicht mal kommen, ihr habt ja unsere Hunde noch nicht kennengelernt, weil ihr könntet vielleicht mal auch noch nach unserem Haus gucken, weil wenn wir keine Tiere haben, dann können wir auch noch ein anderes Haus mit behüten.
Oder umgekehrt, wir ziehen dann für 2, 3 Tage in das Haus, wo die Tiere sind und schauen hier nach unserem Haus täglich, gehen wir her und gucken, dass es belebt ist und so weiter. Also das ist ein Riesengewinn für die Gemeinschaft und ein Riesengewinn für uns. Ja. Also es ist wirklich faszinierend. Also ich höre dir zu, wenn du darüber berichtest und jetzt auch hier für meine Gemeinschaft, das ist so wertvoll. Aber ihr, wenn ihr ein Angebot bekommt, ihr habt euch wirklich, jetzt habt ihr ja eure festen Häuser oder da habt ihr euch wirklich erstmal die Leute angeschaut, ne? Bevor ihr sowas annehmt, das ist erstmal wichtig, wer ist das, ne? Was ist das für ein Haus, wie fühlen wir uns da wohl, fühlen wir uns mit den Menschen wohl, das ist für euch das Hauptkriterium Nummer eins, ne? Das muss ich Das muss auch so sein, weil jeder Hausbesitzer hat seinen eigenen Anspruch auch, ist klar, weil es ist sein Eigentum, es ist sein Leben, was er weitergibt. Ich meine, du musst dir vorstellen, wir kommen in ein Haus rein, da ist noch Sachen drin im Kühlschrank von jemandem, dann stellen wir unsere Sachen mit rein, also wir nehmen die Töpfe und die Tassen und dann ist es so, wenn der wiederkommt, findet er nichts mehr, weil die Tassen und die Töpfe haben alle einen anderen Platz, weil das ist halt einfach so. Mittlerweile machen wir es oft so, dass wir einfach fotografieren, wo stehen die Töpfe, wo die Tassen und zum Schluss wird alles wieder so hingestellt, wie es normalerweise ist. Oder die sagen zu uns, pass auf, alles, was im Kühlschrank ist, könnt ihr essen, bitte? Und dann ist es für uns klar, wir tauschen das aus. Wenn jemand 2, 3 Monate weg ist, schaue ich immer, wie hier wird vegan gegessen, da sehe ich das Tofu, dies und das. Und dann, wenn ich mir selber Tofu kaufe, dann tausche ich dem mit dem Tofu, der schon da ist, aus, damit der wieder frisch ist, der da drin ist. Aber das sind alles so Sachen, das macht man dann einfach automatisch, so wie in einer Gemeinschaft aus. Also wenn ich mir Nudeln nehmen würde von ihr oder Kartoffeln, dann würde ich ihr die wieder hinstellen, damit es auch wieder da ist. Oder ich verbrauche Gas und kaufe es dann auch wieder ein. Und das muss passen. Wenn es nicht passt, funktioniert das nicht. Ja. Und also schauen uns die Leute an. Du hast mir auch vor dem Video erzählt, dass ihr auch schon selber Haussitter hattet für euren eigenen Haussitting-Job, damit ihr auch mal irgendwo hinreisen könnt, auch mal wieder nach. Ja, das war leider so. Wir hatten ein Haussitting angenommen von der Dame mit den 3 Hunden und die ist dann länger geblieben, weil in der Zeit ihr Vater gestorben ist. Dann rief sie, das war ja ein Notfall, dann rief sie an, ich kann nicht kommen, ich kann meine Mutter nicht, über 80 nicht alleine lassen, finden wir bitte eine Lösung. Ich habe gesagt, wir finden eine Lösung, mach dir keine Gedanken. Und dann war hier im Nachbarhaus war jemand, den haben wir da auch vermittelt gehabt, also der hat Haussitting gemacht und das hat sich so kurz überschnitten. Das war auch ein Haus ohne Tiere, da muss dann nicht unbedingt jemand sein. Und dann haben wir die Besitzerin gefragt, ob er vielleicht da einspringen kann, weil wir hatten eine Wohnung gemietet am Meer unten mit einer Freundin zusammen, die aus Deutschland kam. Und die war dann schon da, aber wir konnten nicht weg. Also das wäre schade gewesen. Und dann ist der für uns eingesprungen, hat also war unser Haussitter beim Haussitting, hat auf die 3 Hunde so lange aufgepasst, bis wir wieder zurückkamen. Und das war natürlich schon sehr, sehr wertvoll. Und seitdem nennen sie uns auch alle, ihr seid ja Professional Haussitter, ihr habt ja eure eigenen Haussitter. Das war also wirklich einmal und es war auch ein großes Glück, dass er überhaupt da war. Ja. Und ihr plant jetzt erstmal so weiter, das Konzept so weiter? Also bei uns ist es so, wir waren jetzt auch einen Monat lang am Meer unten. Wir haben auch immer Auszeiten, haben aber jemand mittlerweile auch noch dazu gekommen, ein Engländer, der lebt alleine hier mit einem Hund und 2 Katzen. Und der hat das Problem, er hat ein Riesenhaus, wunderschön, aber er kommt nicht weg. Dadurch, dass er den kleinen Hund hat, den will er nicht mitnehmen zum Fliegen, der ist schon älter, den will er auch nicht mitnehmen auf längere Reisen. Dann hat er die 2 Katzen alleine zu Hause. Und der hat uns gefragt, ob wir nicht, wenn wir mal einen Ausfall hätten oder eine Lücke oder einen Monat, wo wir bei ihm bleiben können, würde er sofort mal verreisen. Und den haben wir dann unseren Joker genannt, das ist jetzt unser Joker. Der ist jetzt auch noch dazu gekommen. Und das ist so, dass wir uns dann entschieden haben, für nächstes Jahr werden wir gucken, wir wollen uns ein Auto kaufen. Eins, wo man drin schlafen kann. Ja. Und dass wir ein eigenes Auto haben, mit dem wir auch mal weiter weg könnten. Also was ja möglich ist, wenn du keine Tiere hast, kannst du auch mal ans Meer fahren oder sonst irgendwo hin. Und dann vielleicht auch mehr Zeiten wieder haben, wo wir mehr reisen können. Weil so sind wir richtig sesshaft geworden, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollten. Wir würden gerne mal nach Portugal wieder, weil da waren wir, haben auch ein House-Sitting ganz besonderer Art gemacht. Das hat nicht funktioniert, das mussten wir abbrechen. Also gegenseitig, wir haben nicht zusammengepasst, hätten wir nicht gedacht, aber es war so. Und da möchten wir aber nochmal hin, weil wir so nette Leute dort kennengelernt haben, die wir besuchen wollen. Und es geht halt nicht, wir können halt nicht weg. Wenn du ein House-Sitting machst, bist du halt gebunden, ne?
Ja, liebe Karin, dann danke ich dir sehr für die Ausführung, für die Einblicke. Auf alle Fälle ein spannendes Lebenskonzept. Finde ich Absolut, sehr ja. beeindruckend. Und vielleicht kannst du mir auch noch ein paar Fotos zur Verfügung stellen, die ich dann Mache ich gerne. im Video, wie beim letzten Video, das ist ja auch gut angekommen, die Fotos, das macht das Ganze noch ein bisschen lebendiger, wenn Mache man ich gerne. Von den dabei Häusern ist. auch, das Genau darf zu ich, habe ich wissen. schon gefragt. Genau, das werdet ihr dann hier alles schon gesehen haben im Laufe des Videos, auch vom Meer, von den Bergen. Und ach so, du machst ja auch regelmäßig auf den Instagram Stories, da gucke ich ja total gern rein. Heute Ja. hattest du den Sonnenaufgang. Aufgang, ja. So schön, da euch immer ein bisschen mitzubegleiten, ne? Dass du einfach mal so mitfilmst in der Natur oder wenn du mit Alberto Ja. unterwegs bist, das ist schön. Also genau, verlinke ich alles euren Instagram-Account. Ja, wir haben jetzt auch eine neue Telegram-Gruppe aufgemacht, extra für Ach, diese stimmt. alternativen Lebenskonzepte, wo Verlinke ich ich mir auch auch. gedacht habe, wir lernen so viele alternative Lebenskonzepte von anderen Menschen kennen, die wir gerne auch der Welt zur Verfügung stellen wollen, für Menschen, die auf der Suche sind. Vielleicht noch mit einem Schritt zu Hause, aber mit dem anderen Schritt vielleicht schon in der weiten Welt oder in einem neuen Leben. Und dann, ja, vielleicht kann man dann schneller herausfinden, wo man seinen Fuß absetzen möchte als erstes. Ja. Stimmt. Den Link kann ich ja dann auch noch mit unten, Kannst also du auch noch mit direkt rein. zur Kann man sich Verfügung. gerne reinwählen in die Gruppe. Der Link ist drin, darf man gerne dazukommen. Die Gruppe wird jetzt erst gespeist und da werden bestimmt auch Videos drin sein von unseren House-Sittings, wo wir so Schön. überall sind. Schön. Ja, vielen Dank, liebe Karin, Vielen und Dank dir für deine Arbeit. ja, und an die Zuschauer auch gern, ja, hinterlasst gerne eure Kommentare, ne, über Gerne. dieses House-Sitting, ja, was löst das in euch aus? Könntet ihr euch das auch für euch vorstellen? Habt ihr das sogar selber auch mal gemacht? Ja, was haltet ihr von diesem Lebenskonzept? Wir freuen uns über regen Austausch unter diesem Video und ja, wünschen euch alles Gute, alles Liebe. Bis bald. Bis bald.